Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und das ist Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Ach nee, das ist nicht Rainbow Six Siege, sondern darauf warten wir. Das ist Rainbow Six Vegas 2, der Nachfolger von Vegas 1. Wer hätte das jetzt gedacht? Vegas selber ist 2006 erschienen, Vegas 2, der Nachfolger, kam 2008 in den PC oder die Konsole eurer Wahl und ist somit ein uraltes Spiel, also 7 Jahre auf dem Buckel. Das ist natürlich für ein PC-Game schon ganz schön ordentlich. Ich habe mir gedacht, wir werfen das mal rein, weil ich in letzter Zeit immer so Kommentare unter den Trailern gelesen habe, von wegen so, ja, das sieht ja aus wie bei Hardline oder bei Call of Duty und so. Und nein, nein, wirklich nicht. Es sieht aus wie bei Rainbow Six. Seid euch da ganz sicher, Rainbow Six ist eine Serie, die es schon seit Jahren gibt. Und ich habe gedacht, wir checken das mal, was da so abgeht. Das ist jetzt gerade hier mit dem Pad gespielt und so. Das wird wahrscheinlich ein furchtbares Chaos. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die Belegung ist. Aber ich wollte ganz gerne einfach mal zeigen, wie das Spiel so aussieht und worum es dabei überhaupt geht. Was macht der Mauszeiger mit? Dankeschön. Akt 1, Szene 1. Verhandlungen. Oh, für das Briefing zum unteren Beobachtungssteg vorrücken. Achso, ich laufe schon. Okay, das sollen Texturen sein. Könnt ihr erkennen. So, Rainbow Six. Ich habe keine Arme, keine Waffe. Keine Arme, keine Kekse. Könnte man jetzt sagen hier bei Rainbow Six Vegas 2. Ah, guten Tag, Sir. Ich weiß gar nicht, ob es hierfür so Grafikmods gibt oder sowas. Ich habe das jetzt einfach reingeworfen, mal angemacht und wir checken das aus. Sir, hallo, Sir. Sieht eigentlich ein bisschen aus wie ein aktuelles Call of Duty, stelle ich gerade fest. Eine Weile her, die. Oh ja. Sie sehen anders aus. Yeah. Ich möchte Ihnen unseren Unterhändler vorstellen. What? Lieutenant Monroe. Geh weg. Lieutenant. Unsere Geiseln waren hier, um Geh weg. Revolutionäre Technik. Die EU ist bereits auf diese Station angewiesen. Das sind ambitionierte Männer. Sie werden reden wollen. Offen gestanden sind die Verhandlungen nur Ablenkung. Team Alpha ist vor Ort. Sie leiten Team Bravo. Wir umzingeln die Anlage und wenn beide Teams bereit sind, befreien wir die Geiseln. Monroe hält sie auf, während wir uns bereit machen. Mal sehen, was unsere Rekruten können. Okay, so machen wir's. Bravo zu mir! So, geht's jetzt mal hier weiter, oder was? Sowieso. Lass mich durch. Oh, da kommt eine Nachricht, könnt ihr selber hören. Der Unterhändler wird über Ihnen durchkommen. Gehen Sie alleine, leise, ich ziehe Alpha aufs Dach. Ich glaube, ich hätte das nochmal starten müssen. Das sieht von Proportionen falsch aus, oder? Das sieht so ein bisschen gequetscht aus. So, endlich wurde ich durchgelassen. Noch ganz schön so altertümlich oben so Fenster, die eingeblendet werden. Schneller laufen finde ich gerade auch nicht den Button. Ah, endlich. Okay, jetzt könnt ihr sehen. Deckung. Nähern Sie sich einem Objekt und halten Sie die Deckungstaste gedrückt, um in Deckung zu gehen. Zack. Yeah, third person. Und das ist auch so ein Ding. Das gab es, glaube ich, sonst auch in keinem Spiel, wenn mich das nicht täuscht. Das ist halt ein First-Person-Shooter. Hat aber, Achtung, eine Third-Person-Deckung. Ja, also hier. Könnt ihr blind schießen? Oder ihr könnt halt auch rumziehen. Neu formieren, befehlen sie ihrem Team, sich neu zu formieren. Komm zu mir. Es ist halt auch im Singleplayer so ein Ding, dass es extrem darauf setzt, wie ihr eure Teamkameraden einsetzt. Und ihr könnt die normalerweise auch an einem bestimmten Punkt beordern. Position halten, mitnehmen. Ihr könnt die an so Türen schicken. Ihr könnt die zum Beispiel Türen aufbrechen lassen. Hinterher ist es ganz elementar, dass zum Beispiel so ein Raum von zwei Seiten flankiert wird. Und solche Geschichten. Also davon lebt das Spiel halt immens. Aufreihen! Nehmen Sie das Team hoch die Treppe und raus hier. Dann kann Alpha in das Gebäude eindringen. Snake Cam. Ziehen Sie auf die Unterseite der Tür und drücken Sie auf die Aktionstaste um die Snake Cam. Okay, dann machen wir das mal. Snake Cam. So. Er hat erste markieren. Prio 1, Prio 2. Zweite Ziel, weil der mit dem Rücken zu uns steht und der seitlich zu uns steht. Ben. Okay. Und jetzt können wir eigentlich Infiltrationseindringen. Geben Sie Ihrem Team den Befehl öffnen und säubern. Öffnen und säubern. So, da könnt ihr sehen, gar kein Schusswechsel von unserer Seite. Also das Spiel ist ein kompletter Ego-Shooter. Ach, guck mal, wie schön, hier verschwinden sogar noch die Leichen. Aber es legt halt immens viel Wert darauf, dass ihr taktisch vorgeht, überlegt vorgeht und so weiter und so fort. Neu formatieren. Neu formieren.
Okay, wir müssen überhaupt hin. Ah, hier runter. Also wenn das jetzt bessere Texturen hätte, hätte ich voll Bock, das weiterzuspielen und so richtig durchzuspielen. So, jetzt können wir die wieder zur Tür schicken. Aufstellung. Und das, ich sag euch einfach, das hat immer einen mega Fun gemacht. Wir können natürlich jetzt wieder die Snake Cam benutzen und so weiter und so fort. Ist aber nix. Tür öffnen. Können wir die nach vorne schicken. Checkpoint erreicht. Novak, beeindrucke mich! Okay. Tipp, Kugeln können dünne Materialien wie Holz und Kugeln nicht schlagen und so weiter. So. Jetzt können wir die hier auch von hier aus wieder taggen und markieren. Diese Typen sind wie... Was? Hier ist doch sonst niemand. Könnt ihr auch sehen, immer schallgedämpft, wird häufig gespielt, also es geht immer mehr um so diese taktischen Einsätze. Oh, ich habe eine Granate geworfen, Entschuldigung. Das war natürlich jetzt super. Hier liegt anscheinend alles auf A. Guck mal, es gab sogar schon ein bisschen Lensflair 2008. Hammerhart und so, das sollte man echt spielen und feiern. Ich gehe mal hier aufs Dach rauf, kann ich hoch? Los. Nee, das geht nicht, weil das ist eine Kette. Also hier, die... Der Pad ist relativ ungewöhnlich konfiguriert. Alle Befehle liegen eigentlich auf derselben Taste. Mit dem französischen Priester. Wo ducke ich mich denn bitte? Ach, Ubisoft. Aufreihen. Komm hier, Männer, zur Türe. Ich guck mal drunter her. Eine Bedrohungsabschätzung. Die Jungs haben ordentliche Ausrüstung, aber ihre mangelnde Erfahrung kommt durch. Wir können sie leicht in Empfang nehmen, wenn wir uns teilen. Achtung, sind die schon da? Ja. Komm, mach Tür auf, ich knall direkt einen ab. Probleme kriegen. Doppeltes Eindringen, ziehen sie auf. Warte, gibt es noch eine zweite Tür? Ah ja, hier. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt schicke ich die rein. Und ich komme gleichzeitig von hier. So, jetzt haben wir quasi den Raum von zwei Seiten geöffnet. Und das ist halt, naja, so ziemlich Gameplay-typisch. Ich hoffe, das hat jetzt schon mal so in diesen ersten Minuten ein ganz klein bisschen gezeigt, inwiefern sich das Spiel halt von einem Call of Duty unterscheidet. Ja, also es gibt relativ viele unterschiedliche Szenarien, es gibt viele Geschichten mit Abseilen und so, aber dieses Räume einnehmen und solche Geschichten von zwei Seiten einnehmen, das ist halt ganz einfach immens wichtig und ein Bestandteil des Teams. So, wir können halt zwei auch machen. Blenden und säubern können wir hier auch. Aufreihen. Ich guck mal, ob ich von der anderen Seite irgendwo reinkommen kann. Ah, ich habe hier Fenster. Okay. Gucken, die sind da. Okay, jetzt lasse ich die Türe aufmachen. Und die Jungs blenden. Blenden und säubern. Blenden und säubern, okay. Boah, jetzt bin ich selber mitgeblendet, weil ich halt hingeguckt habe, wie geschickt von mir. Klasse, aber denk an meine Worte. Jede Handlung hat eine Konsequenz. Nicht aufs Bauchgefühl verlassen, nachdenken. Ja, ich weiß. Keine Sorge. So, also meine lieben Freunde, ich glaube, das reicht jetzt mal für einen ersten kleinen Einblick in Rainbow Six Vegas 2. Hat mir wirklich damals sehr gut gefallen. Ich glaube, das war so ein Spiel, was so 80er Wertung bekommen hat. Ich weiß es nicht, aber ich mochte das Spiel halt einfach immer. Und mag's halt nach wie vor. Und ja, wenn ihr ein bisschen Bock habt auf einen eher taktischeren Shooter, dann ist es auf jeden Fall keine schlechte Tatsache. Ich muss jetzt gestehen, ich bin jetzt schon selber wieder so drauf und dran hier zu zocken, anstatt das Video zu beenden und so. Drücken Sie Aktionstaste nahe des Hakens, um das Abseilen zu beginnen. Abseilen! Warte, wo ist das denn nochmal? Ah, hier. Okay. Ah, das ist auch geil. Das war auch immer geil. So, warte mal. So. Das ist auch so geil, oder? So, wo ist der Rest hier von den Teamabseilen? Blendgranate! Rauchgranate! Achso, hört. Schaltet ihn zuerst aus. Er hat zweite Priorität. Wo sind die Jungs hier? Keine Ahnung. Normalerweise seilen die sich jetzt hier mit uns ab. Eventuell hätte ich die erst rufen müssen. Da sind die doch. So, könntet ihr mal bitte kommen? So, Männer, könntet ihr mal bitte... So, okay. Musste ich ihnen zuerst sagen. Ich finde, die Bewegung sehen eigentlich schon... Ist so ein ganz klein bisschen ruckelig. Wo ist mein Seil? Hier.
Aber ansonsten, wie gesagt, also mir hat das damals einen Heidenspaß gemacht, das Spiel. Und vielleicht habt ihr ja selber Bock drauf. Also ich freue mich halt mega auf Siege, kann ich ganz einfach nur sagen. Und ich würde sagen, dann geht's mal los hier. Er bewegt sich nicht. Achso, was hätte ich sagen müssen damit die anderen? Nach unten! Oh. Wie schön, dass die nicht mitgeschossen haben. So, meine Freunde, das war jetzt hier irgendwie ein kleiner Bedienungsfehler von mir. Ich hoffe, das hat euch trotzdem zumindest einen Einblick von Rainbow Six ganz kurz geboten. Mehr sollte es jetzt auch gar nicht sein. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock drauf habt, in den nächsten Tagen zu Rainbow Six sicherlich mehr auf meinem Kanal. Also zu Siege dann.